Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie versprochen geht es um die Streitrede oder Verteidigungsrede des Rabbiners bezüglich Daniel und der 70-Jahr-Wochen. Er demontiert geradezu das Modell, das wir in der evangelikalen Welt kennen, von 69 Jahrwochen, die bis auf Christus gerechnet werden. Und er stampft das in Grund und Boden. Ja? Er zeigt, warum das Unsinn ist, von Artaxerxes auszurechnen. Er zeigt auch, dass wir weder die Anfangszahlen dann im Jahr 444, 445 genau legen können, noch den Zielpunkt kennen, denn wir wissen nicht, in welchem Jahr Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde in Jerusalem. Also er rührt an allen den Schwachpunkten und zeigt das auch im Detail auf. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen und zu kennen, weil wir eine jüdische Renaissance haben. Das Gesetz kommt immer mehr in den Vordergrund. Die noachidischen Gebote und Gesetze, die werden überall in den politischen Landschaften durch die Hintertüre eingeführt. Und wenn wir keine belastbaren und der Bibel besser entsprechenden Auslegungen haben als der Rabbiner, dann werden jede Menge Geschwister in diese jüdische Welt abwandern, weil sie glauben, dass die Juden die besseren Argumente hätten und ihre Bibel besser kennen würden als wir. Ich zeige im nächsten Clip auch nochmal, dass der Rabbiner da selber auch keine bessere Lösung hat, denn der rechnet von der Zerstörung des ersten Tempels bis zur Zerstörung des zweiten Tempels, was von den Jahreszahlen 490 Jahre auch nicht passt. Ja? Also der macht da auf jüdische Art dasselbe, was wir auf christliche Art machen. Wir rechnen die 70 Jahrwochen um in Sonnenjahre und denken, dass wir da ein gutes Ergebnis gefunden haben. Und er rechnet praktisch die Jahre um in jüdische Jahre und glaubt, dass er da ein gutes Ergebnis gefunden hat. Für mich bleibt immer die Frage zum Schluss, wenn man wie auch immer gerechnet hat, frage ich immer, warum hat der Engel das gesagt? Was ist das? Macht das Ergebnis überhaupt Sinn? Also nur irgendwas hinzurechnen und zu sagen, guck mal, wie schön das passt, macht ja keinen Sinn. Man muss ja fragen, was hat denn der Daniel in seinem Gebet vor Gott bewegt? Was war denn seine Frage? Er fragt, da sind die 70 Jahrwochen vorbei. Und antwortet der Engel darauf, Jesus Christus stirbt im Jahr 32 nach Christus? Ist das die Antwort auf die Frage vom Daniel? Ich glaube nicht. Genauso wenig ist die Antwort auf die Frage Daniels, ob die 70 Jahrwochen vorbei sind, die rabbinische. Ja, wenn er sagt, ja, im Jahr 70 nach Christus wird der Tempel zerstört, ist genauso wenig eine Antwort auf die Frage Daniels. Daniel hat gefragt nach den 70 Jahrwochen, wann sind die vorüber? Und er sagt, dass er gelesen hat von Jerusalem, dass Jerusalem wüst liegt. Und dann zeigt der Engel ihm zwei Figuren, nämlich Kyros und Antiochos Epiphanes, weil diese beiden Personen nicht in persona, aber als geopolitische Kräfte im Nahen Osten wieder auftreten. Der Perserkönig, die Könige vom Euphrat und der Antichrist, der endzeitliche Antiochos Epiphanes aus Damaskus. Das heißt, der Engel lässt den Daniel ausgehend von diesem wüst liegen der Stadt Jerusalem bis weit in die Endzeit schauen. Und er sagt ihm, wüst gelegen hat Jerusalem die letzten 70 Jahre, aber die wahre Wüste, der Gräuel der Verwüstung, der kommt noch und der kommt in der Endzeit, wenn der endzeitliche Antiochos Epiphanes kommt und wenn der endzeitliche Kyros kommt. Dann macht die Sache Sinn. Dann hat man einen Abschluss und dann kann man auch begründen, warum man so rechnet und nicht anders. Ja? Es hilft halt nichts, irgendwas hinzurechnen, sich zu freuen, dass das jetzt geklappt hat, mit welchem Trick dann auch immer, sondern man muss ja sagen, das Ergebnis, was ich dann bekommen habe, ist das denn haltbar und ist das eine tatsächliche Antwort auf die Frage vom Daniel? Also man muss ja dann nochmal irgendwie zurückgehen. In meinem Beruf und in vielem von euren Berufen kann man nicht sagen, ich vermute, das ist so. Ja? Einer meiner Chefs hat mal zu mir gesagt, Herr Klein, entweder das ist so oder das ist nicht so. Und da hat er ja auch recht. Ich kann mir in meinem Beruf nicht erlauben zu sagen, vermutlich hält das Haus. Vermutlich ist der Vertrag okay. Ich muss sagen, das hält und das ist okay oder es hält nicht und es ist nicht okay. Das kann man in der Theologie anders machen. Da kann man sagen, ja, wir vermuten diesen, vermuten jenes. Das kann man im Berufsleben auch. Man kann auch da vermuten und muss das vielleicht auch manchmal tun. Aber da muss man das kennzeichnen. Ja, da muss man sagen, das ist jetzt keine feste Behauptung, die ich hier aufstelle, sondern das ist eine Vermutung, die ich habe. Da muss man das als Vermutung auch zeigen und seinem Kunden oder Auftraggeber auch offenlegen. Und das fände ich fair, wenn man das in der Theologie auch machen würde. Also mit dieser kurzen oder langen Vorrede
zeige ich euch jetzt mal diesen Clip und würde mich freuen, wenn der ein oder andere Prediger, Bibellehrer, Pastor, Pfarrer sich das auch nochmal zu Gemüte führt und vielleicht mal fragt, was kann denn eine richtige und gute Auslegung für die 70-Jahr-Wochen sein. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. So on top of page one here, you should have a passage from the ninth chapter in the book of Daniel. And this is actually a paradoxical kind of Christian proof text, because on the one hand, we're going to see that it could be the very most powerful proof text that Christians have, potentially, and yet we'll see that in many ways they have difficulty presenting it. So let's just dive right into this passage, beginning with the 24th verse. Daniel schreibt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk. Wir lesen jetzt aus der King James Bibel, das ist die am meisten verbreitete Bibel unter Christen. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, so wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan. Und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Die Einführung sagt, dass es eine komplett neue Welt sein wird. Es wird Erlösung geben und ein Ende der Sünde sein. Es wird eine ewige Gerechtigkeit kommen. Und es scheint eine neue utopische Welt zu kommen. Und der Prophet beginnt damit zu sagen, dass es eine Zeit von 70 Wochen geben wird, die diese komplett veränderte Welt bringen wird. Und jetzt in Vers 25. Know therefore and understand. So wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen. Und 62 Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut, und bis zum Ende des Streits wird es wüst bleiben. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ganz offensichtlich keine Passage, die man leicht verstehen kann. Und sie wird grundsätzlich von Missionaren auf zwei Weisen verwendet. Die vorrangige Weise, in der christliche Missionare sie verwenden, ist die Behauptung, um das einfach zu sagen, dass der Messias kommen wird und verworfen wird, getötet wird, vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Das ist grundsätzlich die einfachste Weise, in der Missionare diese Passage benutzen, um eben diese Behauptung zu machen. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen mit ihren vielfältigen Berechnungen, sie behaupten ganz einfach, dass auf der Grundlage dieser Passage in Daniel man sehen könnte, dass der Messias kommt und getötet wird vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Ihr seht das besonders in Vers 26. Nach 62 Wochen soll der Messias ausgerottet werden, aber nicht wegen seiner selbst, das ist eine Übersetzung jetzt in der King James Version, die er liest, und das Volk des Fürsten, das das Heiligtum zerstören wird. Also wir sehen, erst wird der Messias getötet und dann wird die Stadt und das Heiligtum zerstört. Grundsätzlich präsentieren sie das als ihre Behauptung und dann fragen sie die rhetorische Frage, also wer ist dieser Messias? Wer ist dieser Messias, der getötet wurde, der abgetan wurde vor der Zerstörung des zweiten Tempels? Das ist die einfachste Art und Weise, in der Missionare versuchen, diese Passage zu benutzen. Die ambitionierteren Missionare, die gehen deutlich weiter. Sie sagen, dass Daniel uns hier mit einer sehr präzisen Timeline versorgt. Er gibt uns sehr genaue Tage. Und das Argument der Missionare sehen wir gleich in ein paar Minuten, dass, wenn man der historischen Timeline, die von Daniel gezeigt wird, folgt,
Das, was wir hier bekommen, ist nicht nur einfach eine vage Angabe über den Messias, der getötet wird, einige Zeit vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Sondern sie behaupten, dass Daniel uns hier das genaue Jahr angibt, das genaue Jahr, in dem der Messias getötet werden wird. Und was die Missionare tun, ist, das zu berechnen und rauszubekommen, dass es genau das Jahr ist, in dem Jesus gekreuzigt wurde. Das ist, wie ich glaube, ein besonders starker Beweis oder zumindest ein sehr starker Hinweis auf Jesus, wenn es wahr ist. Wenn das wahr ist, wenn Daniel uns wirklich das genaue Jahr gegeben hat, in dem der Messias getötet wurde, und es sieht ja so aus, als ob es das genaue Jahr war, in dem Jesus getötet wurde, obwohl das offensichtlich nicht der Messias gewesen sein muss, und das kann irgendjemand zu der Zeit gewesen sein. Aber das wäre ein sehr starker Beweis. Und ich glaube, dass diese Passage, also noch einmal, wenn sie das tatsächlich lehrt, dann wäre das ein sehr viel stärkerer Beweis als das, was normalerweise angeführt wird, als die stärksten christlichen, missionarischen Beweisstellen, was zum Beispiel Jesaja 53 wäre. Weil wir in unserer Unterrichtsstunde über Jesaja 53, die sich mit dem leidenden Knecht beschäftigt hat, dass diese Passage zwei unter mehreren Problemen, besonders zwei ernste Probleme hat. Ein Problem in Jesaja 53 ist, sie studieren diese Passage, aber sie sagt nichts über den Messias. Der Text sagt nichts über den Messias, sondern nur über Gottes leidenden Knecht. Die Missionare behaupten irgendwie, dass der leidende Diener der Messias sei, aber die Passage selbst enthält keinerlei Gedanken oder textlichen Hinweis, dass die Passage in Jesaja 53 das Thema des Messias behandelt. Das ist ein Schwachpunkt. Ein anderer Schwachpunkt ist, den wir gesehen haben, dass sogar angenommen Jesaja 53 würde vom Messias sprechen, wenn man das sagen könnte, dann ist das andere Problem. Dann gibt es immer noch nichts in dieser Passage, die speziell darauf hinweist oder zeigt, dass hier von Jesus die Rede ist. Alles, was Jesaja 53 angeblich sagt, ist, dass der Messias leiden würde. All Isaiah 53 would be saying is that the Messiah is going to suffer. Aber eigentlich könnte die Stelle über irgendjemand reden, der leidet. Warum soll das speziell auf Jesus hinweisen? Also zwei der Hauptprobleme in Jesaja 53 ist, dass nichts in der Passage spezifisch darauf hinweist, dass der Messias Inhalt ist. Nummer zwei, das Kapitel zeigt in überhaupt gar keiner Weise auf Jesus. Wie auch immer scheint Daniel 9 diese beiden Defizite zu übertreffen. Einer, zumindest wenn man die King-James-Version hier liest, spricht spezifisch vom Messias. Das kann man nicht leugnen. Und zweitens, noch einmal, falls die Rechnung der Missionare stimmt, es würde von Jesus handeln, insofern als es das Jahr identifiziert, in dem Jesus gekreuzigt wurde. Aber ob das genau mit dem Jahr von Jesus' Tod korrespondiert, wenn das so ist, würde ich sagen, das ist ein sehr starker Beweis, die Behauptungen zu stützen, dass Jesus der Messias war. Also wenn man darüber nachdenkt, dann sollte dieses Kapitel von Daniel der kräftigste und der beste Textbeweis sein. Aber die Sachen sind nicht so einfach. Aber wir werden das im Einzelnen noch ausarbeiten heute Abend. Eins der Probleme, und wir könnten grundsätzlich sehr viel Zeit darauf verwenden heute Abend, um die christliche Lesart oder die missionarische Lesart dieser Passage zu demontieren, deconstructing the Christian reading of this or the missionary reading of this passage. Es hat eine Fülle von Problemen. Es gibt viele Probleme, wie Missionare versuchen, diese Passage auszulegen. Eine davon sollte offensichtlich für euch alle sein. One of them should be obvious to all of you right from the start. Gerade am Anfang, wir springen direkt mal in die Mitte von Kapitel 9 im Daniel, in den Vers 24. Chapter 9 in Daniel, into verse 24, and und es ist offensichtlich, dass wir in der Mitte von irgendetwas sind und wir wissen nicht wirklich, was hier passiert, zu wem gesprochen wird, was ist der Kontext, was passiert. Ich meine, das ist sicher eine schwierige Passage und sie aus dem Kontext zu reißen, als ob es eine Passage wäre, die für sich selbst sprechen würde, ist offensichtlich schwierig.
Und normalerweise, wenn Missionare sich auf dieses Kapitel in Daniel beziehen, sagen sie nicht Daniel Kapitel 9. Sie sagen Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis Vers 27 oder normalerweise Vers 25 bis Vers 27. Sie reduzieren alles auf diese drei oder vier Verse. Aber sie lassen den Leser mit der Frage, was hier passiert, vollkommen allein. Und damit beschäftigen wir uns heute Abend. Wir fangen also langsam an und wir beginnen damit, viele der Probleme zu zeigen beim christlichen Verständnis. Und noch einmal, wir werden das im Detail anschauen, wenn wir da durchgehen. Lasst uns jetzt einen Blick in die King James Bibel werfen, die wir vor uns haben. Eines der Probleme ist, dass die King James Editoren, Leute, die diese Übersetzungen zusammengestellt haben, unglaubliche redaktionelle Änderungen vorgenommen haben mit ihrer Übersetzung und Übertragung dieser Passage in Daniel. Zum Beispiel, ich zeige noch andere dieser Schwierigkeiten. Das hebräische Wort in Kapitel 9, Vers 25 ist das Wort Mashiach. Das Wort Mashiach taucht hier also im Hebräischen in Vers 25 auf. Das Problem ist, dass in der ganzen jüdischen Bibel das Wort Messias taucht viele, viele Male auf, Dutzende Male. Und wenn du eine King James Version der Bibel liest, dann wird dieses Wort niemals als Messias übersetzt. Denn Messias ist ganz offensichtlich keine Übersetzung des hebräischen Wortes Mashiach. Denn das hebräische Wort Mashiach heißt nicht Messias. Messias ist keine Übersetzung von Mashiach. Messias ist eine englische Übertragung dieses hebräischen Wortes. Zum Beispiel, mein hebräischer Name ist Yitzchak. Das ist schwierig für Leute zu sagen, die kein Hebräisch sprechen. Yitzchak heißt Isaac. Es ist eine englische Version des hebräischen Wortes. Aber Isaac ist keine Übersetzung von Yitzchak. Yitzchak heißt, er wird lachen. Also im Allgemeinen übersetzt die King James Version dieses hebräische Wort, wenn immer es in der Bibel auftaucht, und noch einmal, das tut es dutzende Male, aber immer dann überträgt die King James Bibel Messias als Gesalbter oder ein Gesalbter. Das ist das, was das Wort bedeutet. Mashiach bedeutet, dass etwas oder jemand gesalbt ist oder jemand dafür vorgesehen ist. Es gibt nur zwei Ausnahmen davon. In der ganzen Bibel, wo die Übersetzer der King James Bibel das hebräische Wort Mashiach einfach als Messias übertragen. Sie übersetzen es nicht, sie geben euch einfach die englische Version, das englische Äquivalent dieses hebräischen Wortes Mashiach. Die Frage ist, warum? Warum auf einmal, nach Dutzenden von Malen, wo sie immer und durchgängig Mashiach als Gesalbter übersetzt haben, warum wird das hier grundsätzlich als Hebraismus belassen, als der Messias, als Mashiach? Zweites Problem. Ihr wisst alle, dass hebräische Buchstaben keine Hauptwörter und Nebenwörter haben. Es gibt keine Großbuchstaben im Hebräischen. Aber die Übersetzer der King James Bibel haben Messias mit einem Großbuchstaben geschrieben. Also wir haben hier nicht nur das Wort Messias anstatt Gesalbter hier. Aber sie haben es auch noch zu einem Hauptwort gemacht. Und noch einmal, wir werden gleich verstehen, warum diese Veränderung gemacht wurde. Und das dritte Problem ist, was die King James Übersetzer in Vers 25 gemacht haben, ist, den bestimmten Artikel einzufügen, wo es im Hebräischen nicht enthalten ist. Das Hebräische sagt nicht, der Messias, der Mashiach. Das Hebräische sagt nur, ein gesalbter Fürst, ein gesalbter Herrscher. Aber die Übersetzer der King James Bibel haben hier ein Wort eingefügt, das nicht im Hebräischen auftaucht. Sie fügen den bestimmten Artikel ein, der Messias. Noch einmal, was tun hier die King James Übersetzer? Durch diese fast unauffällige editoriale Bearbeitung. Nummer 1, Mashiach als Messias zu übertragen, anstatt dem Gesalbten. Nummer 2, sie machen es zum Hauptwort, Messias mit großem M. Und drittens, den bestimmten Artikel einzufügen, wo es im originalen Hebräisch nicht vorkommt. Der Grund hierfür ist einfach.
Was die King James Übersetzer tun, ist, unsere Gedanken zu führen und uns grundsätzlich zu sagen, dass diese Passage in Daniel redet von dem Messias, dieser spezielle Gesalbte, über den Juden und Christen schon immer debattieren. Die King James Bibel versucht offensichtlich hier einen Punkt zu setzen, in einer sehr ungenauen Art, dass dieses Kapitel in Daniel 9 spricht von dem Messias, Großbuchstabe M und der Messias, bestimmter Artikel. Es gibt viele andere Probleme. Lasst uns Vers 25 anschauen. Und noch einmal, wir haben noch nicht einmal den Kontext hier erklärt, aber dazu kommen wir, wenn die ganze Sache etwas deutlicher wird. Nur die Probleme beim Verständnis hier zu sehen, in der King James Übersetzung in Vers 25, so wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Also was die Übersetzer hier tun, ist uns zu sagen, dass eine Zeitperiode hier ist, die anfängt mit einem Befehl, Jerusalem zu bauen und wiederherzustellen. Und wir werden sehen, dass das eine weitere falsche Übersetzung der King James Version ist. Wir werden sehen, dass diese Passage überfüllt ist mit falschen Übersetzungen. Die originale hebräische Bibel spricht nicht von einem Befehl. Viele christliche Übersetzungen haben das Wort Dekret. Die originale hebräische Bibel spricht nicht über einen Befehl oder ein Dekret, um Jerusalem wiederherzustellen und aufzubauen. Aber dazu kommen wir etwas später. Aber die King James Übersetzer sagen hier, von diesem Zeitpunkt aus, vom Ausgang dieses Befehls oder dieses Dekrets, um Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, wie lange wird es dauern, bis dieser Messias, der Prinz, kommen wird? Was ist die zeitliche Periode? Also aufgrund dieser Übersetzung sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Three score ist 60, eine Score von Wochen sind 20 Wochen. Three score ist 60 Wochen. So die Art, wie man das liest, ist, dass es eine Periode von 7 und 62 Wochen sein wird. It'll be a period of 7 plus 62 weeks. Ausgehend von dem Befehl, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis der Messias kommt, wird 69 Wochen sein. Eine der Fragen, die aufkommt, egal wer diese Passage liest, hier in Daniel, heißt, worauf bezieht er sich, wenn er von Wochen spricht? Bezieht sie sich auf eine 7-Tage-Woche? Ist es das, was es meint? Also das ist ein Konzept, dem Christen und Juden beistimmen. Dass dieses Kapitel von Daniel über Zeitperioden spricht, nicht von 7 Wochen im Sinne einer 7-Tage-Woche, sondern 7 Wochen von Jahren. Wenn Daniel sich auf eine Woche bezieht, das Wort Woche im Hebräischen ist 7. Es bezieht sich auf eine Periode von 7 Jahren. Eine Woche ist hier nicht 7 Tage lang, sondern 7 Jahre lang. Also was Daniel hier sagt, dass vom Ausgang des Befehls, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zum Kommen des Messias, bezogen auf die Übersetzer der King James Version, ist eine Periode von 69 Wochen von Jahren. Also noch einmal, wenn eine Woche von Jahren sind 7 Jahre, also sprechen wir hier von einer Periode von 69 mal 7 Jahren, was 483 Jahre sind. Also was die King James Bibel uns vorgibt, ist grundsätzlich zu verbinden oder diese zwei Perioden in eine Zeitperiode zusammenzufassen. Er nimmt eine Periode von 7 Jahrwochen, das 7 mal 7 oder 49 Jahre sind, und er verbindet das mit 62 Jahrwochen, was 62 mal 7 oder 434 ist, zu einem Ergebnis von 483 Jahren.
Das Problem hier ist sehr einfach. Das Problem ist, dass in keiner Sprache die Nummer 69 ausgedrückt wird, indem man 62 und 7 sagt. Wenn Daniel uns hätte sagen wollen, dass etwas passiert nach einer Periode von 69 Jahrwochen, dann hätte Daniel gesagt, es wird stattfinden nach 60 und 9, also wie im Englischen 69, 60 und 9. Und das ist dieselbe Regel in jeder Sprache, die Nummer 69, wird ausgedrückt durch 60 und 9, also 69, 69. Und niemand würde die Nummer 69 ausdrücken, indem er sagt 62 und 7. Und was hier eigentlich passiert, wenn man diese beiden unterschiedlichen Zeitperioden miteinander kombiniert, zu einer Zeitperiode, ist, dass er essentially eliminates an entire character. Dann löscht man eigentlich den gesamten Charakter dieses Textes aus. Wenn wir nochmal genau schauen, was hier passiert, ist es, dass Daniel zwei unterschiedliche gesalbte Leute beschreibt. Daniel beschreibt einen gesalbten Fürsten. Einen gesalbten Fürsten oder einen gesalbten Regenten, der nach einer Periode von 49 Jahren kommt, 7 Jahrwochen, und dann ein zweiter Gesalbter kommt nach einer zusätzlichen Periode von 434 Jahren oder 62 Jahrwochen. Und weil die King James Bibel diese beiden unterschiedlichen zeitlichen Perioden in eine Zeitperiode zusammenfasst, macht es den Eindruck, als ob er über eine gesalbte Person spricht, einen, wie er nennt, Messias, der nach einer Zeitperiode von 483 Jahren kommt, 69 Jahrwochen. Aber das ist ein sehr ernsthaftes Problem in der King James Übersetzung. Ich möchte euch jetzt ein paar Gründe mitteilen, warum wir wissen, dass das falsch ist. Ihr könnt in der Bibel auf Seite 1 nachschauen. Ihr könnt hier als Beispiel sehen, das ist Genesis Kapitel 5, Vers 27. Da gibt es jemand, der 969 Jahre lang gelebt hat. Also wenn die Tora diese Zahl ausdrücken will, dann drückt sie diese 69 Jahre Teil als 69 aus. Richtig, also es ist nicht 7 und 62, sondern 69. Das gibt die Zahl 69. Das ist grundsätzlich die Weise, wie diese Zahl in der hebräischen Bibel oder in irgendeiner anderen Bibel ausgedrückt wird. 69 wird immer ausgedrückt mit 60 und 9, nicht in irgendeiner anderen Kombination. Eine der größten Probleme der missionarischen Sicht von dieser Passage, und überlegt das, das ist ein ernstes Problem, ist, dass die Berechnung nicht passt. Die Berechnung stimmt einfach nicht, was wahrscheinlich der Grund ist, warum diese Passage nur selten vorgestellt wird. Again, probably most people that... Noch einmal, wahrscheinlich sind die meisten Leute, die das auslegen, nicht in der Lage, das selbst zu berechnen. Oder wenn das ausgelegt wird, wird der durchschnittliche Zuhörer ins Koma fallen, wenn er diese detaillierte Analyse hört, wie diese Wochen berechnet werden. Das ist keine leicht auszulegende Passage. Also noch einmal, die übliche Art, wie Missionare das auslegen, ist, die ganze Mathematik beiseite zu lassen und ihre Behauptung auf das Grundlegende zu reduzieren, dass der Messias getötet wurde vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Aber was wir sehen werden, ist, unabhängig davon, wie sie es auslegen, passt die Berechnung einfach nicht. Lasst uns das mal anschauen. Jetzt müssen wir versuchen zu verstehen, wie die Missionare das berechnen. Also wir gehen zurück zu Vers 25. That from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. Now again we saw that the Hebrew text does not speak about a commandment. Also wir haben schon gesehen, dass der hebräische Text nicht über einen Befehl spricht oder ein Dekret, um Jerusalem wieder aufzubauen. Das Hebräische sagt einfach nur Davar, das Wort, vom Ausgehen des Wortes. Aber die King James Version übersetzt hier oder missübersetzt hier mit Befehl. Und um die Frage zu stellen, wann wurde ein Befehl gegeben? Wann war ein Dekret, um Jerusalem wieder herzustellen und aufzubauen? So,
Praktisch alle Missionare behaupten, dass dieser Befehl von König Artaxerxes gegeben wurde, König Artaxerxes, und sie sagen, es wurde im Jahr 444 vor Christus gegeben. Wir schauen uns mal die christliche Rechnung an und dann kann ich noch ein paar Fragen beantworten. Wenn der Ausgang dieses Wortes im Jahr 444 vor Christus war, dann können wir sagen, dass nach einer Zeitspanne von 483 Jahren später, eine Periode von 62 und 7 Jahrwochen, also 69 Jahrwochen, das sind 483 Jahre später, dieser gesalbte Messias kommt und getötet wird. Das Problem ist, wenn man 483 Jahre vom Startpunkt 444 vor Christus rechnet, kommt man in das Jahr 39 des gegenwärtigen Zeitalters. Also noch einmal, das ist ein Punkt der christlichen Berechnung. Wir würden die Frage stellen, also wir würden einige Fragen stellen. Wir würden den Christen sagen, woher wisst ihr, dass dieses Dekret, worüber wir sprechen, um Jerusalem wiederherzustellen, dass das Dekret von Artaxerxes war, im Jahr 444 vor Christus. Die Wahrheit ist, wenn ihr die Schrift lest, dann gab es vier verschiedene Dekrete von verschiedenen Königen bezüglich der Wiederherstellung und des Baus von Jerusalem. Vier verschiedene Dekrete wurden gegeben. Also warum wählen die Christen dieses bestimmte Dekret heraus? Das von Artaxerxes, das im Buch Nehemia erwähnt wird, das sie Nehemia nennen, Kapitel 2. Im zweiten Kapitel vom Buch Nehemia steht von diesem Dekret die Erlaubnis, die gegeben wurde von König Artaxerxes an Nehemia, zurückzugehen und Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Jetzt können wir einige Fragen stellen. Nummer 1, warum vermutet ihr, dass dieses Dekret das war, von dem Daniel sprach, wo es doch drei andere Dekrete gab, die in der Bibel erwähnt sind, die die Erlaubnis geben, nach Jerusalem zurückzukehren? Besonders wo dieses, wo die Missionare immer darauf hinweisen, das letzte ist. Die ersten drei sind früher erwähnt im Buch von Esra. Esra erwähnt, ich sage Ihnen kurz, wo die sind. In Kapitel 1, im Buch Esra, Vers 1 bis 4, Esra erwähnt das Dekret von Kyros, für das jüdische Volk nach Jerusalem zurückzukehren und die Stadt und den Tempel wiederherzustellen und zu bauen. Dann gibt es ein Dekret von noch jemand, der Artaxerxes heißt. Artaxerxes ist eigentlich eine Bezeichnung für Herrscher sowie Pharao. So in the book of Ezra, chapter, also im Buch Esra in Kapitel 7, Vers 11 bis 16, da gibt es ein Dekret von Artaxerxes, das an Esra gegeben wurde, zurückzugehen und Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Und dann noch früher gibt es ein Dekret von Darius im 6. Kapitel von Esra, Vers 12 und 13. Es gab also sozusagen drei frühere Dekrete für das jüdische Volk, um zurückzugehen und Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Aber die Missionare sagen nein, Daniel hat sich auf das letzte Dekret bezogen, das im Buch Nehemia erwähnt wurde, in Kapitel 2 das Dekret von Artaxerxes, das an Nehemia gegeben wurde. Eine letzte Frage. Das ist die Frage, warum nehmen Sie das letzte Dekret? Zweitens, warum behaupten Sie, dass dieses Dekret im Jahr 444 vor Christus gegeben wurde? Woher haben Sie das? Haben Sie das Jahr irgendwie bestimmt? Und noch einmal, das ist nicht so klar. Also das sind zwei Fragen, die wir zu den Behauptungen der Missionare stellen können. Dass das Dekret, auf das Daniel sich bezieht, ist ein Dekret von Artaxerxes an Nehemia im Jahr 444 vor Christus. Also noch einmal, das ist die christlich-missionarische Behauptung. Und natürlich sogar mit dieser Behauptung und dieser Passage in Daniel in der Art, wie sie wollen, dass wir sie verstehen, passt die Berechnung nicht. Die Berechnung bringt sie ins Jahr 39 nach Christus, noch einmal 444 plus, man geht aus vom Jahr 444 vor Christus. Und wenn man dann 483 Jahre dazu rechnet, dann kommt man ins Jahr 39 nach Christus. Niemand sagt, niemand hat Jesus gekreuzigt, irgendwo um das Jahr 39 nach Christus. Die meisten Leute wurden gekreuzigt zwischen dem Jahr 28 und 33. Das Jahr 33 ist die längste Spanne, also haben wir hier ein Problem.
Wir haben hier nach der Berechnung der Missionare eine Ausrottung des Messias im Jahr 39. Also was macht der Missionar jetzt? Also wenn ihr jemals Physik oder Mathematik studiert habt, dann kennt ihr so etwas wie den Fudge-Faktor. Und das tun sie. Sie sagen, gut, Daniel spricht hier nicht von normalen Jahren. Er hat sich nicht bezogen auf normale Jahre, so wie wir sie alle kennen. Sie behaupten, dass Daniel sich auf etwas bezogen hat, das sie prophetische Jahre nennen. Und sie behaupten, dass in der Bibel ein prophetisches Jahr nicht wie ein Sonnenjahr 365 ein Vierteltage hat. Sie sagen, ein prophetisches Jahr hat 360 Tage. Was sie machen, ist die folgende Berechnung. Sie sagen, wenn Daniel sich auf 69 Jahrwochen bezieht, was 483 Jahre sind, dann wollen sie herausfinden, wie viele prophetische Tage sind das. Ein prophetisches Jahr sind 360 Tage. Sie multiplizieren also 360, noch einmal, das ist ein prophetisches Jahr, 360 Tage mit 483 Jahren, das ist noch einmal die Zahl, mit der sie arbeiten, eine Periode von 69 Jahrwochen. Also 483 mal 360 ergibt 173.880 Tage von prophetischen Jahren. Was wir jetzt tun wollen, ist das Umwandeln in Sonnenjahre. Also wie wandeln wir das um? 173.880 Tage werden durch 365 ein Vierteltage geteilt. Um die tatsächliche Zahl von Sonnenjahren zu erhalten. Und man macht folgende Berechnung. 173.880 Tage geteilt durch 365 ein Viertel ergibt 476 Sonnenjahre. Wenn wir jetzt beginnen mit dem Dekret von Artaxerxes an Nehemiah im Jahr 444 vor Christus, und noch einmal, woher wissen Sie überhaupt, dass dieses Jahr das richtige Jahr ist? Das müsste diskutiert werden. Aber wenn wir mit 440 vor Christus beginnen und man 476 Jahre addiert, dann kommt man ins Jahr 32 nach Christus, von dem sie sagen, das ist das Jahr, in dem Jesus gekreuzigt wurde. Das Problem hier ist offensichtlich, dass das Blödsinn ist und dass es kein solches Modell gibt wie ein prophetisches Jahr. Es gibt das nirgendwo in der Bibel oder in jüdischen Quellen, es ist nirgends erwähnt. Es ist eine komplette Erfindung der Missionare und wir sagen, Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Sie brauchten einen Fudge-Faktor, um in der Lage zu sein, vom Jahr 39 in ein Jahr, das besser passte zu der Kreuzigung Jesu, so kamen sie mit dieser angenehmen Idee eines prophetischen Jahres. Aber die Wahrheit ist, dass in der jüdischen Bibel wissen wir, wie die Jahre berechnet wurden. Die Wahrheit ist, dass bezüglich Genesis Kapitel 1, Vers 14 bis 18, dass die Sonne und der Mond dazu benutzt werden sollten, als Zeichen für Zeiten, für Tage und für Jahre. Also uns ist in der Bibel gesagt, dass wir unseren Kalender mit der Sonne und dem Mond berechnen sollten. Also was hier passiert ist, dass der jüdische Kalender grundsätzlich ein Mondkalender ist. Die Bibel sagt, als die Juden noch Sklaven in Ägypten waren und als sie dann freikamen, dieser Monat, der Monat Nisan, der Monat, in dem wir befreit wurden, das soll der erste der Monate für dich sein, sagte Gott. Und in der ganzen jüdischen Bibel sprechen wir über den siebten Monat, den zehnten Monat. Der jüdische Kalender ist eindeutig ein Mondkalender. Das Problem ist, der Mondkalender ist normalerweise 29 oder 30 Tage lang. Und grundsätzlich hat ein Mondjahr 354 Tage. Generally speaking, a lunar year has 354 days. Ein Sonnenjahr 365 und ein Viertel Tage. Das bedeutet 11 Tage Unterschied zwischen einem Mondjahr und einem Sonnenjahr.
Das Problem ist, wenn man einen Mondkalender benutzt wie die Muslime, der islamische Kalender ist ein reiner Mondkalender. Und was passiert ist, dass alle 3 Jahre verliert man einen Monat. Also jedes Jahr verliert man 11 Tage. In 3 Jahren verliert man einen Monat und in 9 Jahren verliert man 3 Monate. In einem reinen Mondkalender passiert es, dass die Feiertage anfangen, durch die Jahreszeiten zu wandern. Zum Beispiel der Ramadan im islamischen Kalender, im Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst. Und so wandert er wegen dem Unterschied zwischen dem Mond- und dem Sonnenkalender. Das Problem ist, dass die Juden nicht einen reinen Mondkalender haben konnten, weil die Bibel sagt, dass das Passafest immer im Frühjahr gefeiert wird. Wenn wir also einen reinen Mondkalender gehabt hätten, hätten wir das Passafest nicht im Frühjahr feiern können. Es wäre im Frühjahr für ein paar Jahre, aber ein paar Jahre später wäre es im Sommer gewesen. Und ein paar Jahre später wäre es im Herbst und etwas später dann im Winter. Weil uns gesagt wurde, dass wir beide benutzen sollen, die Sonne und den Mond, also noch einmal, uns ist gesagt worden, dass wir die Sonne und den Mond benutzen sollen, um unsere Jahreszeiten und unseren Kalender zu berechnen. Was das jüdische Volk tut, ist, alle 3 oder 4 Jahre einen zusätzlichen Monat unserem Jahr hinzuzufügen. Wir haben ein 13-Monats-Jahr, um 30 Tage hinzuzufügen, um, wenn es jedes Jahr 11 Tage zusätzlich sind, verlieren wir nach 3 Jahren einen Monat. 11 days it was every year, so after 3 years you're losing a month, so we put in. Also fügen wir ungefähr alle 3 Jahre einen Monat ein. Und das ermöglicht, dass der jüdische Mondkalender abgestimmt wird mit dem Sonnenkalender, sodass alles in den passenden Jahreszeiten bleibt. Sync with the solar calendar and our holidays will maintain themselves in the proper season. Now, there's a very serious problem that missionaries are playing. Also das ist ein echtes Problem, was die Missionare hier aufwerfen, wenn sie behaupten, sie wüssten das exakte Jahr, in dem der Messias getötet wurde. Sie spielen tatsächlich ein sehr gefährliches Spiel, denn die Wahrheit ist, dass sie nicht das genaue Jahr kennen, in dem Jesus getötet wurde. Sie wissen nicht das genaue Jahr. Und wir sehen, dass das, was sie tun mussten, ist, sie beginnen mit Daniel. Sie behaupten, dass Daniel das genaue Todesjahr Jesu vorhersagt. Daniel ist predicting the exact year that Jesus dies. Was sie tun, ist, dass sie das Jahr, in dem Jesus gestorben ist, dahin legen, wo es scheint, dass Daniel sie hinweist. Also sie fangen nicht mit dem genauen Wissen an darüber, wann Jesus gestorben ist, und dann sehen, oh, passt das mit der Chronologie von Daniel zusammen. Sie bauen die komplette Chronologie Daniels um mit der Behauptung, dass Jesus der Messias wäre. Und Daniel mit der schlussendlichen Behauptung, dass Jesus der Messias war, wenn Jesus der Messias war und Daniel berechnet hat, wann genau der Messias getötet wurde, dann ist der Christ in der Lage rauszubekommen, wann Jesus getötet wurde, auf der Grundlage dessen, wo Daniel hinzeigt. Das Problem für die Christen ist, wenn sie einige Informationen später bekommen haben, die ihnen den tatsächlichen Tag gegeben hätten, an dem Jesus getötet wurde, und es passt nicht mit Daniels Berechnung, dann wäre Daniel nicht hilfreich für sie. Im Gegenteil, denn dann würde Daniel beweisen, dass Jesus nicht der Messias war. Sie spielen also ein sehr gefährliches Spiel, wenn sie zu zeigen versuchen, dass Daniel uns das exakte Datum gibt, wann der Messias getötet wurde. Wenn das der Fall ist, dann müssen sie sehr sicher sein, dass Jesus an genau dem Tag gestorben ist, den Daniel zeigt. Und wenn Jesus nicht an dem exakten Tag gestorben ist, dann ist das missionarische Programm in großen Problemen. Nun, ich habe diese Frage vorher schon einmal gestellt. Es war eine notorische Frage. Es war die Frage, warum wählen die Missionare das Dekret von Artaxerxes als Startpunkt für ihre Berechnung von Daniel, im Gegensatz zu den anderen 3 Dekreten, die gegeben wurden. Noch einmal, es gab ein Dekret von Kyros im 1. Kapitel von Esra, Vers 1 bis 4. Es gab ein Dekret von Darius im Buch Esra, Kapitel 6. Es gibt ein Dekret von Artaxerxes in Kapitel 7 vom Buch Esra. Und dann im Buch Nehemia in Kapitel 2 gibt es ein Dekret von Artaxerxes an Nehemia. Und ich habe die Frage schon gestellt, warum wählen die Missionare von all diesen 4 Dekreten das von Nehemia, das das letzte der 4 ist? Und die Antwort ist sehr offensichtlich. Sie nehmen dieses Datum, weil es zu ihrer Vermutung passt, dass Jesus der Messias war.
Und deswegen wählen sie das Dekret, was am besten funktioniert, mit dem Datum der Kreuzigung Jesu. Das beißt sich in den Schwanz, das ist ein Zirkelschluss. Es stellt den Wagen vor das Pferd. Es gibt einen sehr wichtigen Grund, warum Daniel sich nicht auf das Dekret von Artaxerxes an Nehemia bezieht. Daniel hier im 9. Kapitel spricht von einem Dekret, Jerusalem wiederherzustellen und aufzubauen. To restore and rebuild Jerusalem. Now the truth is that by the time Die Wahrheit ist, dass zur Zeit des zweiten Kapitels von Nehemia, noch einmal, das war ein Dekret, das von Artaxerxes an Nehemia gegeben wurde, das auf das Christen verweisen. By that point in time, zu dieser Zeit gab es keinen Grund, ein Dekret zu geben, um nach Israel zurückzukehren und Jerusalem wieder aufzubauen und den Tempel wiederzubauen und die Stadt wiederzubauen. Kapitel 2 im Buch Nehemia fand statt zu einer Zeit, als Jerusalem schon gebaut war. Und wenn ihr Nehemia Kapitel 2 lest, alles, was Artaxerxes tut, ist, Nehemia eine Erlaubnis zu erteilen. Und eigentlich keine Erlaubnis, sondern eine sichere Reise, zurück nach Jerusalem zu gehen, um die Risse, die in den Mauern und Toren um Jerusalem entstanden waren, zu reparieren. Sie gingen nicht zurück, um die Stadt wieder aufzubauen. Wir sehen das, wenn Nehemia zurückgeht nach Jerusalem, nach Israel. Sie lebten dort, es gab dort Häuser, es gab dort Plätze und alles. Aber es waren Risse in den Mauern und in den Toren. Und die Erlaubnis bezog sich darauf, zurückzukehren, um das zu reparieren. Also das Dekret von Artaxerxes an Nehemia herauszuwählen, im zweiten Kapitel von Nehemia, ist eigentlich das schlechteste der vier Dekrete. Denn das im Besonderen war nicht das Dekret, um zurückzugehen, um die Stadt wiederherzustellen und zu bauen. Also wenn wir darüber nachdenken, dann haben sie das ausgewählt, um aufrechtzuerhalten, dass Daniel, eigentlich spricht ja Gott hier, dass Gott durch Daniel sagt, sie versuchen damit, das exakte Jahr aufrechtzuerhalten, in dem Jesus kam und starb. Noch einmal, das ist die christliche Behauptung. Die christliche Behauptung ist, dass Daniel uns das genaue Jahr gibt, in dem der Messias kommt und getötet wird. Und ich glaube, es ist wirklich kontraproduktiv, diese Behauptung zu machen. Ich glaube, es gibt jede Menge weiterer Probleme, die wir behandeln könnten im Lauf des Abends. Aber was wir bisher soweit gesehen haben, ist, dass diese Passage von Daniel kein starker Beweistext für Jesus ist. Und ich denke, wenn wir nochmal für ein paar Momente zurückdenken, we can see that there's something very peculiar going on. Sehen wir, dass hier etwas sehr Seltsames abläuft. Wie ich schon erwähnt habe, dass wenn die christliche Lesart von Daniel richtig wäre, das ist ein großes Thema. Wenn die christliche Lesart von Daniel richtig wäre, aber da gibt es große Differenzen. Aber wenn die christliche Lesart von Daniel richtig wäre, das wäre ein sehr, sehr starker Beweistext. Aber ich meine, bei allem, was wir in diesem Kurs bisher durchgearbeitet haben, gibt es nur sehr wenige christliche Beweistexte und sie sind sehr schwach. Sie sind sehr schwach. Sie passen nicht zum Handeln des Messias. Sie passen nicht zum Tun des Messias. Sie sind falsch übersetzt, sie sind aus dem Kontext gerissen. Sie gründen auf gedankliche Zirkelschlüsse. Also ich meine, die meisten der christlichen Beweistexte sind, wie wir sagen, nichts wert. Wie ein Biss in Candy. Also du beißt rein und hast nichts im Mund. Aber hier glauben sie, bezüglich ihrer Lesart, ein sehr starkes Argument zu haben. Also noch einmal, sie behaupten, genau zu wissen, wann der Messias kommt und getötet wird. Und sie sagen, wenn wir genau wissen, wann Jesus getötet wurde, das ist ein ziemlich starkes Argument. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, dass die christliche Bibel, das Neue Testament, viele dieser sogenannten Prophetien aus der jüdischen Bibel vorstellt, um nachzuweisen, dass Jesus der Messias war. Wir haben in dieser Klasse zum Beispiel Matthäus Kapitel 2 studiert, das einige dieser Prophezeiungen enthält, die extrem schwach waren. Und hier könnten sie Daniel 9 anführen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Jesus. Jemand könnte sagen, hey, Jesus ist der Messias, weil er die exakte Timeline in Daniel erfüllt. Niemand sagt das im Neuen Testament. Es wäre etwas Schönes für mich, aber das Neue Testament erwähnt niemals Daniel 9, dass Jesus die Zeitangaben von Daniel 9 erfüllt hätte. And makes the claim that Jesus fulfilled the timeline of Daniel chapter 9.
Einer der frühen christlichen Apologeten, er schrieb eine sehr berühmte Arbeit, die den Namen trug, der Dialog mit dem Juden Trypho. Und in seinem Dialog mit dem Juden Trypho zitiert Martyr hunderte von Passagen aus der jüdischen Bibel, um zu beweisen, dass Jesus der Messias war. Hunderte von Prophezeiungen. Aber er hat niemals Daniel 9 zitiert. Hier ist ein Buch, das geschrieben wurde vom Moshe Rosen, der Gründer von Juden für Jesus. Und in seinem Buch Ouvertüre für Armageddon schreibt Moshe Rosen das Folgende. Das Folgende ist eine komplette Liste aller 61 großen messianischen Prophezeiungen in der jüdischen Schrift und ihre Erfüllungen. Er behauptet also, dass die jüdische Bibel 61 messianische Hauptprophetien hat in seiner Liste dieser messianischen Prophetie. In his list of these messianic prophecies, he has Herod killing the children from Jeremiah 31. Er hat Herodes, der die Kinder getötet hat, Jeremia 51. Er hat eine andere Passage, die wir in dieser Klasse studiert haben, Psalm 41, Vers 9. Auch mein Freund, dem ich vertraute, tritt mich unter die Füße. Wir haben gesehen, dass dieser Psalm nichts mit dem Messias zu tun hat. Wir haben gesehen, dass so viele dieser Passagen, die Moshe Rosen hier zitiert, sind so unglaublich schwach und lahm. Und in seiner Liste aller 61 messianischen Hauptprophetien erwähnt er nicht einmal Daniel 9. Warum nicht? Wenn sie so stark waren, wenn sie so powerful waren. Und es gibt euch das exakte Jahr, wann der Messias getötet wurde, und es passt für das Jahr, in dem Jesus gekreuzigt wurde, das wäre wunderbar. Ein Beweis, dass Jesus der Messias war. Das wäre der stärkste Beweistext überhaupt. Und doch, es steht nicht im Neuen Testament. Justin Martyr hat es nicht erwähnt. Es ist nicht bei Moshe Rosen. Und wir haben heute gesehen, warum Daniel 9 es nicht in diese Quellen geschafft hat. Was passiert wirklich in Daniel Kapitel 9? Wir haben jetzt einige Probleme der christlichen Lesart gesehen, nicht alle von ihnen. Aber offensichtlich, um wirklich zu verstehen, was hier passiert, und es sollte kein Geheimnis sein, an diesem Punkt müssen wir das ganze Kapitel lesen. Es ist komplett unrealistisch zu denken, dass man mit einem Fallschirm auf Vers 24 landen könnte, in einer sehr komplizierten und obskuren Passage und alles Mögliche rauslesen könnte. Das ist unmöglich. Also was wir tun müssen, ist, an den Anfang des Kapitels zu gehen. Also das sind schon schwere Geschütze, die der Rabbiner hier auffährt und in welcher Detailtreue er in den Text reingeht und was er da alles demontiert. Und das hat er ja zu Anfang auch gesagt, dass das sein erklärtes Ziel ist. Ich will damit nur zeigen, dass wir, wenn wir solchen Leuten entgegentreten wollen mit dem Evangelium Jesu Christi, und das können wir, weil wir im Neuen Testament und auch im Alten Testament deutliche und klare Zeugnisse haben davon, dass Jesus der Christus war, der Messias war, dann müssen wir mehr auffahren, als diese Berechnung der 69 Jahrwochen in Sonnentage umzurechnen und dann zu versuchen, auf irgendeine Frist zu kommen. Dann müssen wir tiefer in den Text einsteigen. Das ist das, was ich eigentlich den Auslegern zurufen möchte und gerne aufrufen möchte, vielleicht auch in den Diskurs damit zu treten und das nochmal neu zu überdenken. Weil wir werden mehr und mehr damit zu tun bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen Feedback kommt. So eine gute Handvoll von Pastoren haben sich sogar schon gemeldet bei mir, freue ich mich sehr drüber, die auch ins Nachdenken kommen und die Dinge nachverfolgen in den Clips, aber vor allem, das ist mir besonders lieb und wichtig, in der Bibel selber. Und ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen Raum greift, weil wir damit sehen können, dass die Bibel absolut genau ist, dass sie Gottes Wort ist, aber dass wir manche Auslegungen, die uns vielleicht liebgewonnen sind oder die wir gewöhnt sind, überdenken müssen. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet, wünsche bis dahin alles Gute, Gottes Segen und bis bald.